Aber naja, nobody's perfect. Töte ich ihn jetzt schon? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich lasse Lulus Ekstase offen. Und versuche damit bei Gelegenheit irgendwie eine... einen Landwurm zu killen oder so. Nicht, weil der das... Nicht, dass er das bräuchte, sondern weil ich mit ihm dann vielleicht das... das Einsaugen überspringen kann, wenn ich ganz viel Glück habe. Wieso ist er jetzt schon wieder dran? Oh, warum ist er jetzt... Oh Gott, verdammt. Das Vergiften kam jetzt nicht gut. Tschüss! Hätte ich dich gekannt zu haben. Er schlägt im Todeskampf noch Walker. Naja. Passiert. Ja, ist hier sonst noch irgendwas an den Trümmern? Da hinten ist eine Kiste. Da ist auch noch eine. Haha. Mega Potion. Gott, das ist ja alles groß. Also allein von den Strecken her. Das ist echt lächerlich. Schade. Walker ist so langsam. Wie kommt das denn? Blöd. Blöd, blöd, blöd. Was ist ihr Problem, verdammt? Oh. Au. Das war ein wenig knapp. Heilig? Ja, kommt das heilig außerhalb des Kampfs. So. Harpune. Ist das nicht das einfache Ding, wo nur Durchschlag drauf ist? Yep. Wow. Ich bin begeistert. Oh, hups. Da hätte ich mal vorher drauf achten können. Auf der anderen Seite, konnte man mit Dingensens nicht irgendwas lernen? Mit High Potions? Kraftbrecher, okay. Wow, ob das die Kraftquelle so wert ist, hat er hingestellt. Okay, Vita für 99 High Potions. Ich weiß nicht, ob es das wert gewesen wäre. Holla. Ja gut, das bringt natürlich nicht auf Bestia. Also man will Zombie-Gegner töten, aber wann schickt man schon mal Bestia gegen Zombie-Gegner? Die sind hier in diesem Spiel relativ selten. Feuer ist Blitz. Sub-Vita. Sub-Vita mit Kraftquellen. Das ist vielleicht noch ganz witzig auf einer Bestia. Wenn man nicht viel Schaden machen will, sondern einfach Schaden machen, ohne zu sterben. Aber naja. So. Jetzt kommt der gute Kram. Panzerbrecher. Diese Ability ist so nützlich. Man kann es nicht overstaten. Man kann es nicht überbetonen, wirklich. Ihr kennt die gepanzerten Gegner, wo man nur mit Durchschlag gegenkommt. Richtig gut. Panzerbrecher entfernt den Panzerzustand. Bedeutet, wenn man sie mit Panzerbrecher trifft und der Panzerbrecher wirkt natürlich, dann sind sie ab dann normale Gegner mit normaler Verteidigung, meistens sogar relativ geringer Verteidigung. Ups, da bin ich aufgepasst. Die geben eh kaum Erfahrung, scheiß drauf. Und ja, dementsprechend mächtig ist es natürlich gegen gepanzerte Bosse, allgemein irgendwelchen Unrat, der viel zu zäh ist und den man eigentlich nicht so lange... Mit dem man nicht so lange herumspaßeln möchte. Ist das denn? Ist da irgendwas? Nee, das ist einfach nur so. Wo ist da drüben hin? Ich hab jetzt keine Ahnung, ob das rechts oder links weitergeht. Aber der Pfeil zeigt ja nach links, ne?
Also glaube ich mal, links ist richtig. Nur so ein Bauchgefühl. Oh oh. Warum immer Rico? Das ist voll unfair. Ja, komm, nochmal. Schade. Aua, verdammter Mist. Ich brauche echt zwei von den Dingern. Hatte ich Walker schon? Ja, glaube. Hatte ich Titus schon? Definitiv nicht. Sicher bin ich aber auch nicht, ob Walker schon dran war. Also kommt der mal kurz rein. Genug HP hat das ja noch. Wo hatten wir eigentlich die ganzen High-Portions her, goddammit? Das muss irgendwie mit dem Clown passiert sein. Au. Come on, chin up, eyes forward. Ja, doch. Den nochmal drauf. Und mit Kimari nochmal zu. Und Lulu bringt's unter Dach und Fach. So. Blind warten. Warum droppt das Blindzeug immer für Lulu? Das ist so unnötig. Naja, gibt alles irgendwann Geld. Und glaubt mir, wir werden Geld noch brauchen. Anders als in vielen anderen Final Fantasies, wo man am Ende so dasteht und das Geld häuft und häuft und häuft sich und es ist eigentlich alles nutzlos, hat hier Geld eine hohe Bedeutung. Was ist hier rechts? Ach, der Sandsturm wieder. Und von hier komme ich, ja? Gott, man sieht die Grenzen der Gebiete hier so schlecht. Das ist voll ätzend. Titus Walker Kimari. Machen wir das so. Oh mein Gott, Lulus MP, yo, hast du MP für mich? God damn it! Oh mein Gott. Okay, also, da müssen wir jetzt ein wirkliches Auge drauf haben. Das darf mir nicht nochmal passieren. Oh, na gut, aber schön, dass das auch mal passiert, ne? Also, ihr merkt, wenn man immer mit Guard zaubern um sich schmeißt, ist ein böses Ende. Und wenn man die MP-Zeroiden so hortet wie ich, dann das auch. Waren wir hier schon? Ja. Hm, okay. Dann ist da wirklich nichts. Gut. Ach Gott. Schon wieder ihr. Kenn ich irgendwoher. Ja, passt schon. Lassen wir diesmal den Wolf stehen, das ist schon okay. Er hat bestimmt auch ein paar MP, die er spenden mag. Und seien es auch nur ein paar, Substrit kostet hier ja nichts. 55 sogar, mehr als der Vogel. Okay. Riku klauen lassen. Schlafbruder. Haha. Und hier ist das Kuss. So. Gut, hier. Hallo.
Wissen Sie denn, Mister? Geben Sie mir Ihre Allheilmittel. Danke. Okay, das war jetzt nicht so berauschend. Ich will eigentlich noch eine zweite Portion, also noch zweimal, noch einmal zwei Allheilmittel. So, Entschuldigung, da musste ich mal ganz kurz was trinken. So, Panzerbrecher. In der schönen grünen Farbe. Zustand Panzerbrecher. Wenn wir jetzt zuhauen, machen wir vollen Schaden. Oh, wir haben es vergiftet. Jetzt müssen wir uns beeilen. Walker. Greift an. Schöner Schaden, ne? Das ist Panzerbrecher. Und wir werden noch etliche gepanzerte Gegner auf Bosse haben. Wow. Genius. Wir werden noch etlichen gepanzerten Gegnern begegnen. Wo uns das wirklich den Allerwertesten retten kann. Wird. 6000 Schaden. God damn it. Calm your magics, lady. Ah, halt, stopp. Was ist hier drüben eigentlich alles? Angriffskraft, Abwehrkraft, Magie, Zauberabwehr, Geschick, Reflex. Ist hier von einem ein bisschen was, oder wie? Boah, von einem ein bisschen. Okay, dann eilt das nicht und wir können hier erstmal weitergehen. Ich meine, ich hatte überlegt, ob ich schon mal bis in den mittleren Bereich gehe, aber... Wenn die Werte da so unnütz, so gering nur sind, lohnt sich das nicht. Wir haben es geschafft! What? Yuna's down there! Of all the places. Let's go. Suddenly Kriegsgebiet. Die Viecher leben hier in der Gegend, aber eigentlich nicht. Was ist hier das? A war between Yevon and the Albed? Gregek Fanuk! Why do you call them for some of us? Vidran! Well, just don't stand there. Come on. Let's go kick those Guado out of our home. Yo. Who? Sid, leader of the Albed. He's my dad. Let's go. Yeah. We have to save Yuna. Not only Yuna, right? Right. Offenbar sind hier auch noch andere Beschwörer. Hat er diesen Typen gerade aufgeklappt wie so eine Truhe? Oh mein Gott. Bitte stellt euch das jetzt nicht bildlich vor. So, das ist das Heim der Albed. Es hier liegen massenhaft Schätze und Lexikarum. Hier werde ich richtig gründlich suchen und richtig gründlich filzen. Und oh mein Gott, ein Speicherpunkt. Wir haben MP.
Um Himmels Willen. Wie lange haben wir jetzt gebraucht, diese Wüste zu durchqueren? Von der Mitte aus? Eine Stunde. Eine Stunde sind wir durch die Wüste gekrochen. Das würde ich in real nicht mal durchhalten. Oh mein Gott. Jo. Gut. Also. Wir, die Guarde sind hier. Und weiß nicht. Offenbar verwenden sie den Angriff auf Seymour als, weiß nicht, Albets in Schuld. Suddenly Bomber. Und natürlich wieder ein Guado. Hinterhalt. Das ist es, was die Guado so tun. Die haben speziell gegen Lulu was. Ihr glaubt es nicht, aber es ist wirklich so. Lulu kriegt von dem stumm, konfus, der leitet Krams ab. Wenn sie nicht in der Gruppe ist, dann natürlich irgendwer anders. Aber wenn sie da ist, ganz speziell gegen die... Hier, steht sogar. Versucht, Lulus Zauber zu verhindern. Ich hole mir natürlich... Die Sache ist die. Die Heinis aufzuhalten, haben wir inzwischen reichlich Möglichkeiten. Zum Beispiel... Unser Seuchenschwert. Blind, stumm. Keine weiteren Fragen, euer Herr. Und er hat kein... Auto-Potion, fällt mir gerade auf. So, Kimari macht den dann fertig. Plopp. So. Die sind irgendwie nicht sonderlich stark, was den Angriff angeht. So klar, Kimari halbiert, aber die HP sind erhöht. Gut, Lulu könnte ihn natürlich schlichtweg mit einem Zauber jeweils umtöten. Klare Sache. Aber mir steht gerade der Sinn nach einem Gastauftritt von Walker. Oh mein Gott, was mir gerade einfällt. Nein, Gastauftritt Oren. Wir haben, also ich habe euch noch nie den Holosidrit gezeigt. Das machen wir jetzt mal. Vorsicht, ist jetzt, ich krieg die Kombo hin. Okay, das geht. Wump. Schade, der Gegner ist gestorben. Sind offenbar immun. Es kann auch passieren, dass der Angriff den Gegner einfach wegschleudert. Im Sinne von wirklich visuell nach hinten aus dem Bild wegschleudern. Sieht ziemlich lustig aus einerseits. Ist aber auch eine Art von sofortigen Töten. Und ich glaube, es gibt nur zwei Angriffe im Spiel, die diese Eigenschaft haben. Der Holosidrit ist, wie gesagt, einer davon. Das hatte ich euch kurz zeigen wollen. Fiel mir nämlich gerade ein, dass wir... Eigentlich hatte ich vor, da einfach Walker's Extase reinzupflanzen und fertig. Aber dann fiel mir halt auf, dass ich durch den halt noch nicht gezeigt habe. Und eigentlich sollte man ihn doch schon mal sehen. Irgendwie. Ja, komm. Schauen wir mal, ob es reicht. Ja, reicht es. Schön. Das ist gut. Vernichten sind immer schön. Oh mein Gott, dieser Erfahrungspunkt. What in Yevon's name are those Guado thinking? This is terrible. So, warte mal kurz. Hier geht's raus. Da geht's weiter, da geht's weiter. Hier geht's. Was war denn? Da geht's. Ach, hier ist der kurze. Okay, hier ist nichts. Erwiesenermaßen. Ah, Level. Was Yuna alles verpasst, ne? Schon bitter. So, jetzt haben wir eben. Ja, es ist eigentlich ganz schön, dass Oren zumindest den Panzerbrecher kann. Falls er mal irgendwie Kimari ersetzen muss oder so. Hätte ich jetzt ersetzt Oren schon gemacht, wenn Mari ja nicht anders. Dass er zumindest diese wichtige Fähigkeit kann. Tidus kann die HP auch gebrauchen. Er wurde ja in letzter Zeit etwas schwach auf der Brust. So. Hier war nix. Riku, wer denn sah? Riku Itando, er ist Marsch Riku! Utrafis Federin! Oh no! What did he say? We have to get underground. Where's Yuna? The Summoner Sanctum. This way.
Suddenly Monster. Zwei Doppelhände. Natürlich auch wieder gedopt von den Guado. Oh, verdammt. Wobei, der Schaden hat sich kaum erhöht. Also, 500 Schaden haben sie damals auf der Mihenstraße gemacht. Ja, das ist natürlich blöd. Wer ist überhaupt dieser Heini in Rot da? Was will der hier? Ja, komm, klauen wir mal. Ich bin gerade ein bisschen vorsichtiger am Überlegen, wie das war mit den Holla die Waldfee. Mit den Feindestechniken von Kimari. Weil ich, wie gesagt, ich habe schon einige davon verpasst und ich weiß auch, dass ich teilweise einfach nicht wirklich einen Gedanken dran verschwendet habe. Au. Lulu reintauschen, aber verteidigen lassen. Jetzt Riku reinholen. So, jetzt kann ich ordentlich heilen. Ach, da ist es passiert. 99 hat Deadmedizin. Das war ja unvermeidbar. Weil die Viecher hier drin droppen die immer noch. Oh, und der Riku gerade getroffen hat, der war sogar blind. Gott, wie jetzt. So, jetzt aber. Walker. Ja! Haha. Haha. Der ist vergiftet. Dann töten wir den zuerst, bevor der am Gift noch von selbst verreckt. Wir wollen ja schön unsere Vernichtens mitnehmen. Ich meine, ihr habt gesehen, wie lächerlich viel Erfahrung wir hier geben. Oh, schade. Let's find Yuna! Quick! Wem es auffällt, wir haben hier auch keine Victories, kein Siegescreen oder so. So, hier erinnere ich mich noch an ein Secret. Geht hier zurück. Oder auch nicht. Einfach mal. Ach genau, man geht bis hier nach unten. Und jetzt geht man zurück. Dann kommt man an diese Tür. Und hier drin ist... Ach, sei ruhig, Riku. Holy shit, wie passt das überhaupt hier rein? Schon wieder die zwei. Aber... Energiering! Jawohl! So. Ich glaube nicht, dass es die beiden Doppelhörner sofort tötet, deswegen haue ich das einfach mal großzügig raus. Gott, es tötet nicht mal... Ernsthaft? Fuck you! So, einer weg. Au. Das sah seltsam aus. So, schauen wir mal, ob... Warte mal kurz. Rick, also... Tyrus hat, Rocker hat... Riku hat und Kimari und Lulu schaffen möglicherweise die Vernichtens. Also ist das richtig so. Gott, die High Potions sind halt das Clown nicht mal wert, ne? Genau. Das ist aber auch normal, dass Kimaris Angriffskraft höher ist als die von Tidus. Einfach weil auf Orens Weg letztendlich doch mehr Angriffskraft liegt. Und ich meine, Tidus ist dafür halt agiler, schneller, hat die Zeitzauber, hat dafür, ne, es ist eben, haben alle ihre Gewichtungen. Und ja. Was sehe ich da? Magie! Oh Gott! Schaut euch das mal an! Magie plus 4. Magie plus 4. Magie plus 4. Magie plus 4. Ja. Hier kommen noch 1, 2, 12 weitere Magiepunkte drauf. Holy shit. Dann ist sie bei 12, 9, 59 Magie. Auweia. Dann werden ihre Guards aber gegen anfällige Ziele... Oh, dort ist leer. Hoppla. Wohl doch schon dicht an die 9000 rangehen, behaupte ich mal. Oh Gott, hier ist es genauso. Schau ich das mal an. Angriffskraft, Angriffskraft, Angriffskraft.
HP, HP. Aber das ist noch nicht mal die letzte Fähigkeit. Die ist nochmal. Wo ist die? Gott. Er hat noch einen langen Weg vor sich. Hier nochmal Angriffskraft, Angriff, nochmal drei Angriffskraftfelder. Das ist lächerlich. Hier ist das eine hier. Da eins. Ja, und er hat hier hinten beim Abschuss zu seiner letzten Technik nur ein einziges. Ja, weil sein Fokus ist halt einfach nicht die brutale Angriffskraft, sondern... Ach Gottchen. Ein Passwort versiegelt die Schatztruhe. Bitte in der Sprache der Albed eingeben. Sorry. Das ist der da. Also, das ist ein bisschen schwierig zu lesen, wenn man so Teil entschlüsselt hat. Ich glaube, selbst wenn man nur ganz wenige Lexika hat, kann man es sich mit Logik erschließen. Ne? Indem man halt sowas guckt wie, gibt es irgendwo? Nee. Indem man so ein, zwei Buchstaben hat, das hilft schon. Hier wissen wir halt, das O haben wir schon, das S haben wir offenbar auch schon. Das Y haben wir noch nicht, also muss das weiß sein. Na, muss ja das hier sein. Hallo? Können wir komplett? Hier, da steht's. Tut mir leid. Wir haben weder das T noch das U. Aber nur hier steht mir leid. Woanders nicht, also muss es wohl das sein. Und dann gibt es einen Freundsferoiden. Traumschatz, was bin ich? Ein Bomber, ein Elixier, eine High Potion, Mega Potion, Goldmittel, Chimera Potion, Allheilmittel, Teufelsauge. Ich würde sagen Allheilmittel. Finde ich ein lustiges. Ich finde das eine super lustige Idee, so die Schätze zu machen. War hier nicht noch was? Genau, da auf dem Tisch. Jetzt haben wir auch das T übrigens. Ich wusste noch, dass in diesem Raum mit dem Passwort auch ein Lexikon lag. Das sind einfach so. So Sachen, die bleiben hängen. Weil eben das T-Lexikon, zumindest bei der Tut mir leid-Frage, halt auch sehr nützlich ist. Ach, drei Bomber. Dann können wir diesmal Walker 6 Hause bringen, wenn wir wollen. Allerdings sollten wir dafür sorgen, dass vorher alle Leute gezogen haben. Denn ich glaube, die dürfte niemand überleben. Die Wache vielleicht, aber also der Hass auf Lulu ist halt echt real. Wow. 404, Schaden noch faul. So, Riku besorgt sich natürlich weiter fleißig Bomberseelen. Ah, lass da Lulu in Frieden, mein Gott. Tidus verteidigt. Und jetzt kommt Walker und bringt die Sache zu Ende. Voraussichtlich, ich treffe Eis. Wenn ich jetzt Eis nicht treffe, ist natürlich schlecht. Das war knapp. Das war gut. So. Ich serviere ihnen polierte Fresse. Bam. Oh mein Gott. Ich sag ja, bis ins mittlere Spiel braucht man da ja überhaupt keine anderen Ekstasen, weil die einfach so einen guten Angriffskraftbonus hat auf der... mit drei richtigen. Das ist klasse. Brauchst nicht mehr. Irgendwer hatte doch noch. Offenbar nicht. Ich sollte Lulu heilen. Warum sind meine High Potions schon wieder voll? Goddammit. Da ist eine Truhe. Die habe ich gesehen. So am unteren Bildschirmrand, wo die Kamera sich geändert hat. Da konnte ich die so unter dem Rauch vorblitzen sehen. Was lockt ihr diesmal heraus? Ach, solche Augen. Und wieder als Hinterhalt. Unnötig. Aua. Was hast du eigentlich? High Potion, wow. Sturmblind, um den müssen wir uns nicht mehr kümmern.